jetzt der Kollege Otto Fricke von der FDP-Fraktion. Geschätzter Vizepräsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, also diese Pauschalkritik auch in den letzten Tagen. Ich sage Ihnen wirklich mal, wenn Sie intelligente Kritik anbringen würden, wäre es ja gut. Aber bei Ihnen ist das doch so. Selbst wenn die Kanzlerin und der Vizekanzler über Wasser laufen könnten, dann würde Ihnen nur einfallen, guck mal, Sie können nicht schwimmen. So ungefähr ist inzwischen Ihre Kritik an dieser neuen Koalition. Die Analyse der Lage, die betreiben Sie gar nicht. Und das hätte ich von Rot-Grün, von den Linken auch ein wenig erwartet, von den Linken natürlich weniger. Wie ist denn die Analyse der Lage? Die Verschuldung des Bundes wird dieses Jahr über 1 Billion gehen. Und zwar deswegen nicht, weil das die neue Koalition so gemacht hat, sondern weil das insbesondere eine Hinterlassenschaft von 11 Jahren SPD-Regierung ist. Und das darf man doch auch mal noch mal deutlich sagen. 350 Milliarden Euro Neuverschuldung unter der Regierung der SPD. Die Grünen haben kräftigst mitgemacht. 350. Und dann gucken wir uns noch an, was haben Sie uns an Verschuldung für die nächsten Jahre noch alles mitgegeben? Herr Kollege Schillen, Sie haben es richtig gesagt, das hätte jeden Minister getroffen, der als nächstes Finanzminister gewesen ist. Aber gucken wir mal in die von SPD mitbeschlossene Finanzierungslücke für den Finanzplan der nächsten Jahre. Das sind noch einmal 300 Milliarden, 300 Milliarden, die Sie dieser neuen Koalition mit auf den Rücken geben. Zusammen 650 Milliarden Euro, für die die SPD Verantwortung nach gegenwärtigem Stand zeigt, gegen die wir heranarbeiten werden müssen. Und dann kommt die Frage, woran liegt denn das? Was ist denn das eigentliche Problem? Und da tun jetzt alle hier auf einmal so, das eigentliche Problem sind die Steuersenkungen. Das Problem ist die Verschuldung der Vergangenheit, auf die wir aufsitzen. Das Problem sind die Schulden der Vergangenheit. Die Steuersenkungen dagegen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, sind ein Teil der Lösung. Ein Teil der Lösung, die Sie nicht bereit sind einzusehen. Was müssen wir tun? Was müssen wir also tun? Ja, wir müssen auf Wachstum setzen. Wir müssen uns über die Qualität des Wachstums unterhalten, gar keine Frage. Wir dürfen nicht an Wachstum alleine glauben, aber ohne Wachstum werden wir es nicht schaffen. Und dann kommt der Unterschied zu Ihrem Denken im Verhältnis zu unserem Denken. Wir setzen bei der Frage Wachstum auf den Bürger, auf den Unternehmer und damit auf den Markt und nicht auf den Staat, der vorgibt, wie Wachstum entstehen soll, denn das hat die Vergangenheit gezeigt, funktioniert nicht. Und ich will Ihnen noch ein Beispiel geben für die aktuelle Situation, auch um das für die Zuschauer draußen ein bisschen zu verdeutlichen. Dieses Land steht vor einem Graben, der durch eine Finanz- und Wirtschaftskrise gekommen ist. Und was machen Sie, wenn Sie vor dem Graben stehen? Die Linken sagen erstmal, den Graben gibt es gar nicht, das ist alles Quatsch und dahinter fließt Milch und Honig. Die Grünen diskutieren erstmal über die Frage, ob irgendwas schützenswert in dem Graben ist und die SPD geht einfach einen Schritt weiter und fällt hinein. Was aber macht die Koalition? Die Koalition sagt, wenn man vor einem Graben steht und man will darüber kommen, dann muss man 2 Schritte zurückgehen, Anlauf nehmen und rüberkommen. Und dieses ist nur durch Entlastung des Bürgers und der Unternehmen möglich. Und auch deswegen wollen wir die Entlastung haben. Und dann noch ein weiterer Punkt. Was ist unsere Aufgabe bei der Finanz- und Wirtschaftspolitik in Europa? Und da erinnern Sie sich doch noch daran, wie hieß es denn von Deutschland? Wir seien der kranke Mann, wir seien der große Tanker, den man irgendwo mitschleppen müsste. Und dann haben wir das geändert, und das sage ich auch noch mal in Richtung SPD. Durch Reformen im Bereich Arbeitsmarkt, durch Einbringung von Ansätzen von Kapital im Bereich Altersvorsorge und durch vieles andere mehr haben Sie dafür gesorgt, mit, und das wird sicherlich auch in den Geschichtsbüchern einmal stehen, dass dieser kranke Mann vorangekommen ist. Und jetzt fallen Sie wieder in die alten Regeln zurück und sagen, nichts verändern, den Finanzplan hinnehmen und einfach mal gucken, ob es irgendwie geht. Dabei wissen Sie doch ganz genau, wir werden nur vorankommen, wenn wir Reformen machen. Wir müssen der Eisbrecher für Europa sein, der dafür sorgt, dass wir durch diese Krise kommen. Und dafür brauchen wir eine Steuerreform. Und Herr Minister Schäuble, auch ich beglückwünsche Sie, in den Maßen, in denen ein Haushälter einen Finanzminister zu einem solchen Amt beglückwünschen kann, zu alledem, was da noch kommen wird. Sie haben bei Ihrer Amtseinführung, und ich habe den Worten sehr wohl gelauscht, sehr klar und präzise gesagt, ich bringe den Mitarbeitern des Finanzministeriums Vertrauen entgegen bis zum Beweis des Gegenteils. Für die FDP-Fraktion im Verhältnis zu unserem Finanzminister gilt genau das Gleiche.
Und ich bin mir sicher, dass der Beweis des Gegenteils niemals eintreten wird. Ich will aber zum Schluss zum Steuersystem etwas sagen. Sie haben heute in der Rheinischen Post gesagt, also ein grundlegendes neues Steuersystem, das sei nicht Teil der Vereinbarung. Dann können wir semantisch über das Wort grundlegend streiten. Wenn aber in der Koalitionsvereinbarung steht, ohne Bedingung und ohne Konjunktiv, dass wir den Umbau zu einem Stufentarif vornehmen werden, wenn die Kanzlerin sagt, dass wir ein einfacheres, niedrigeres und gerechtes Steuersystem wollen, dann ist das jedenfalls für die FDP-Fraktion ein grundlegend neues Steuersystem und darauf freuen wir uns. Herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt die Kollegin Dr. Barbara Höll von der Fraktion Die Linke.